Rot ist mehr Lebensfreude, Schwarz ist Traurigkeit und Einsamkeit. Ich wäre unglücklich, wenn ich nicht malen könnte. Und zwar ein innerer Drang. Ich musste es machen. Was mich inspiriert hat, meine Gefühle. Wenn ich traurig war und einsam war, habe ich gemalt. Schwarze Bilder gemalt. Was ich heute noch tue. Ich war fast überall in der ganzen Welt. Ich habe mich überall einsam gefühlt. Ich war überall alleine. Als Kind habe ich immer gezeichnet und gemalt, aber mein Vater war gegen die Kunst. Er hat nicht wollen, dass ich male, aber meine Mutter hat mich engagiert zu malen. Mein Vater war ein Kaufmann und meine Mutter war Bildhauerin. Das war eine arrangierte Ehe und sie haben total nicht zusammengepasst. Meine Mutter war sehr unglücklich. Die Malerin Susanna wurde im September 1927 als Susanne Schüller in Wien geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in der existenziellen Sicherheit ihrer gutbürgerlichen jüdischen Familie. Man wohnte standesgemäß in der Wiener Innenstadt, in einer geräumigen Wohnung, unweit der Staatsoper. Susannas Vater betrieb im jüdischen Kretzel im 15. Wiener Gemeindebezirk erfolgreich eine Manschettenknopffabrik und sorgte damit für den Wohlstand der Familie. Doch dann wurde alles anders. Im März 1938 begann eines der dunkelsten Kapitel österreichischer Geschichte. Wien erwartet den Führer! Ich war 11 Jahre, aber ich hab's genau empfunden, was passieren wird. Ich hab's gefühlt. Und so zeichnete die 11-jährige Susanne gegen ihre Angst an. Ein damals lebensgefährliches Unterfangen. Wir haben vom Fenster runtergeschaut von unserer Wohnung. Und dann über Nacht sind wir geflüchtet. Wir sind mit meiner Mutter, meinem Bruder mit dem Zug in die Schweiz gefahren. Und auf der Grenze habe ich Angst gehabt, aber man hat uns durchgelassen. Wir hatten fast kein Gepäck mit uns. Und während Susanne, ihre Mutter und ihr Bruder einige Monate in der vermeintlich sicheren Schweiz verbrachten, wurden in ihrer Heimatstadt jüdische Geschäfte geplündert und Synagogen niedergebrannt. Auch im jüdischen Kretzel in Wien 15. Da habe ich gesehen, am Anfang, da sind SA-Leute mit Kanistern hineingelaufen. Und es war relativ rasch, hat das gebrannt. Die ganze Gasse war voller Gaffern und Schaulustigen. Ich kann noch erinnern, das habe ich auch gehört, dass Leute, die ich gekannt habe, begeistert waren. Andere haben nur stumm geschaut. Aber es waren Leute darunter, die begeistert waren. Eine Dame hat gesagt, ach, wie wonniglich oder sowas, ja. Genau, na wonniglich, hat sie gesagt. Um die führungslose Fabrik tobte ein heftiger Streit. Während die einen hofften, die Konkurrenz durch den, Zitat, Erzjuden Schüller endlich los zu sein, empfahl die Partei die Fortführung des Unternehmens, um durch Exporte dringend benötigte Devisen ins Reich zu bringen.
Und so wurde die Fabrik um eine Reichsmark sowie 3000 Reichsmark Arisierungsbeitrag an einen verdienten Parteigenossen verkauft. In der Zwischenzeit ging die Flucht der Familie weiter. Nächste Station der unfreiwilligen Reise war London. Aber auch das war nur eine kurze Atempause. Susanne und ihr Bruder konnten zwar das Northwood College und dann die Chelsea Polytechnic School besuchen, der Krieg holte sie jedoch auch hier ein. Jeden Abend sind wir in den Erdschelter gegangen in London und haben, erst war der Erdschelter unter einer Kirche und dann war der Erdschelter unter dem Mount Royal Hotel und haben am Boden geschlafen, einer neben den anderen. Und da war ein Mann neben mir und ich habe gespürt, seine Hand mich streicheln. Aber meine Mutter war auch dort. The Blitz nannten die Engländer die monatelangen Bombardements der deutschen Luftwaffe auf zivile Ziele Großbritanniens. Hunderte Menschen, vorwiegend Zivilisten, kamen dabei ums Leben. Die Flucht der Familie Schiller ging weiter. Mit dem letzten zivilen Schiff verließ sie England in Richtung Vereinigte Staaten. Die mittlerweile 13-jährige Susanne hoffte einerseits auf eine bessere Zukunft in Übersee, auf der anderen Seite sah sie sich, traumatisiert durch die Kriegserlebnisse, alleine, ausgeliefert den feindlichen Kräften um sie herum. Ein Motiv, das sie ihr ganzes Leben nicht mehr losließ. Schließlich erreichte die Familie New York. Am Lower Broadway, einer traditionellen Einwanderergegend, begann man, sich eine neue Existenz aufzubauen. Wir hatten es sehr schwer. Meine Eltern, sie haben von vorn angefangen ohne Geld. Und sie haben ein Geschäft aufgemacht am Broadway. Und ich habe gearbeitet, oft, mir Taschengeld zu verdienen. Sogar in einer Fabrik einmal. Habe ich angefangen zu malen in der Fabrik, hat man mich rausgeschmissen. Während ihre Eltern alle Kräfte aufwandten, um sich ein neues Leben zu schaffen, fühlte sich Susanne vernachlässigt und alleine gelassen. In dieser Situation lernte die 14-Jährige im Rahmen ihrer bildnerischen Ausbildung den damals 50-jährigen Lehrer Bais Afroyim kennen, der selbst in den 20er Jahren aus Polen eingewandert war. Er war Amerikaner und hat in Amerika gelebt. Er hat mir gegeben zum Essen, denn oft, wenn ich nach Hause kam, da war kein Essen, weil meine Eltern haben lang gearbeitet. Und dann hat er mich geführt zu Ausstellungen und andere Künstler kennenzulernen. Und er hat mich Susanna genannt, von Susanne. Und von Anfang an, und ich habe immer unterschrieben unter Susanna. Das war von Susanne umgeändert auf Hebräisch. Ich habe gemalt zu Hause und ihm das Bild gezeigt am nächsten Tag. Und so habe ich weiter gemalt. Und langsam wurde ich eben seine Geliebte und dann seine Frau. Dann hat er ein Auto gehabt und wir haben Benzin gesammelt und sind ein Jahr lang durch ganz Amerika gefahren mit dem Auto, was für mich wunderschön war. Wir haben im Auto geschlafen und gegessen. Musik
Wir sind erst nach Los Angeles gefahren, langsam. Und dann waren wir 6 Monate in Los Angeles, wo ich eben gemalt habe. Wir haben die ganzen Künstler und berühmte Leute porträtiert. Thomas Mann, Franz Werfel am Totenbett. Das erste Mal, dass ich jemanden Toten gesehen habe. Und wir haben porträtiert Bruno Walter, Arnold Schönberg und viele berühmte Künstler und auch Wissenschaftler. Nachdem das junge Paar 1946 nach New York zurückgekehrt war, kam dort ihr Sohn Amos zur Welt. Beis Afroyim unterrichtete wieder und die Familie hatte so ein bescheidenes Auskommen. Dank der zahlreichen Kontakte des Mannes, vor allem in der linken Szene, bot sich bald die Möglichkeit eines längeren Aufenthaltes auf Kuba. Ich war froh, im Winter wegzufahren von New York, von dem kalten New York nach Kuba. Und da waren wir ein Jahr lang in Kuba, wo ich auch gemalt habe. Und meine erste Ausstellung hatte ich in Havanna gehabt. Doch eine so harmonische Zeit wie auf Kuba sollte es für die Familie nie wieder geben. Wir hatten schon unseren Sohn und wir hatten einen guten Platz, wo zu wohnen, wo wir eine schöne Terrasse, wo er konnte in der Sonne sein und ich konnte malen. Es war recht schön in Kuba und dann sind wir zurück nach New York. In den USA erwartete die Familie eine böse Überraschung. Die Regierung hat sich geändert damals. Da kam McCarthyism, wenn Sie wissen, was das war. Auf alle Fälle. Mein Mann war sehr links und wir hatten Angst, dass viele Amerikaner sind damals weg von Amerika wegen McCarthyism. Selbst unser Kinderarzt ist weg und viele Freunde sind weg. Zu dieser Zeit initiierte der republikanische Senator Joseph McCarthy seine Menschenjagd auf kommunistische Umtriebe oder was er dafür hielt. Für Beis Afroyim, damals aktives Mitglied der Kommunistischen Partei, wurde der Aufenthalt zu gefährlich. Und so zog die junge Familie mitsamt ihrem 2-jährigen Sohn monatelang quer durch Europa auf der zusehends verzweifelten Suche nach einer Möglichkeit, sich künstlerisch zu etablieren. Kein leichtes Leben für den kleinen Amos. In Europa sind wir sehr viel herumgereist, in verschiedene Länder, Holland, Wien, England, Polen, Tschechoslowakei, weil das war damals bekannt als Paradies für Künstler, was natürlich nicht der Fall war, und dann Israel. Aber auch in Israel lief es nicht besser. Das Land, eben im Aufbau begriffen, hatte an Künstlern zu dieser Zeit keinen Bedarf. Ich habe noch Erinnerungen, wie wir im Autobus gefahren sind auf der Landstraße. Die Landstraße war eigentlich nicht asphaltiert, das war nur Sand. Und die Straßenränder waren markiert mit schwarz-weiß angemalten Ölfässern. Das war der Straßenrand. Das sind so kleine Erinnerungsbilder. Es ging uns sehr schlecht. Und dann habe ich meinen Vater gebeten, uns Geld zu schicken. Und er wollte nur Geld schicken, wenn ich mich scheiden lasse. Meine Eltern waren gegen meinen Mann. Die wollten lieber, dass ich einen reichen Kaufmann heirate. Mein Mann war einverstanden mit der Scheidung und wir haben uns scheiden lassen. Das ging,
hat eine Stunde gedauert und $5 gekostet. Und so kehrte Susanna 1950 mitsamt ihrem Sohn ins Wien der Nachkriegszeit zurück. Sie schrieb sich zunächst an der Hochschule für angewandte Kunst ein, wechselte jedoch 2 Jahre später an die Akademie der Bildenden Künste, wo sie unter Sergius Pauser, Albert Paris Gütersloh und Herbert Böckel malte. Doch der damalige akademische Kunstbegriff entsprach nicht ihren Vorstellungen. In ihrer Frühphase ist wahrscheinlich eine gewisse Prägung auch durch die Kunst der Zwischenkriegszeit da. Also es ist eine im weitesten Sinne realistische, figurative, etwas expressive Darstellungsweise, die sie da wählte, die sich letzten Endes durchaus aus dem, was so landläufig in der Zwischenkriegszeit in Österreich existiert hat, heraus erklären lässt. Sie verlässt nur diesen Weg dann ganz bewusst und sucht für sich einen Modus, der auch zu ihrem Wesen besser passt. Also der ihr Bestreben nach Autonomie in einer adäquateren Weise widerspiegelt. Das Bestreben nach Autonomie und künstlerischer Unabhängigkeit ließ Susanna eine folgenschwere Entscheidung treffen. Sie überantwortete ihren Sohn der Obhut ihres Vaters sowie einer Pflegefamilie und verließ Wien. Das Verhältnis mit meiner Mutter Susanna war immer eher schwierig. Von beiden Seiten ein weggegebenes Kind hat ein gewisses Leid, logischerweise. Und das hat sich jetzt auch durch die Aufarbeitung ihrer Kunst, haben wir uns auch ihr befriedet. Wir haben Frieden miteinander gefunden und es ist eigentlich alles in Ordnung. Die Rue de la Grande Chaumière im Künstlerviertel Montparnasse in Paris. Zu den tausenden hoffnungsvollen Künstlern und ganz wenigen Künstlerinnen, die in den 50er Jahren in die französische Hauptstadt strömten, gehörte auch Susanna. Bis zum heutigen Tag finden sich in diesem Stadtviertel zahllose Ateliers und Kunstschulen. Die meisten neu eingetroffenen Künstler hatten eines gemeinsam: kein Geld. So wohnten sie in billigen Hotels wie dem ehemaligen Hotel Liberia. Unter ihnen auch Samuel Beckett, an den diese Tafel genauso erinnert wie an viele andere, etwa den Fotografen Man Ray und sein Modell Kiki de Montparnasse. Und versteckt in einem winzigen Innenhof findet sich genau hier Susannas ehemaliges Atelier, heute ein komfortables Hotelzimmer. Ich habe mit Mühe ein Atelier bekommen, aber es war sehr feucht und kalt. Es war so feucht und kalt, dass die Mauer ist runtergekommen, fast von Feuchtigkeit. Und ich hatte ein Glasdach, wo ich hatte gutes Licht, aber ein paar Mal wurde das Glas kaputt und es hat hineingeregnet in mein Atelier. Ich hatte dort kein Badezimmer, keine Toilette. Die war draußen im Gang und ich musste gehen in die Band Publik, mich baden. Selbst Giacometti ist gegangen, sich baden in die Band Publik. Er hat auch kein Badezimmer gehabt. Es war gut zum Arbeiten, aber nicht gut zum Wohnen. Paul Gauguin hatte dasselbe Atelier gehabt und ich weiß, warum er nach Tahiti ging, weil es so feucht und kalt war. Ein Gemälde Susannas aus dieser Zeit zeigt sie inmitten anderer Künstler, sichtlich hungernde, kranke, ausgemergelte Gestalten. Berühmt wurden die wenigsten von ihnen. Alle anderen, Schriftsteller, Musiker und Maler, fristeten ein elendes Dasein.
Langsam fand Susanna zu ihrem eigenen Stil, abseits des Gegenständlichen und Figurativen. Wie etwa in ihrer Darstellung des nächtlichen Montmartre-Viertels rund um die Sacré-Cœur-Kirche. Und trotz aller Widrigkeiten, angesichts der Atmosphäre und des Zaubers, der von der Stadt ausging, war Paris damals einfach der geeignetste Ort, um sich als Künstler niederzulassen. Susanna hatte fürs Erste erreicht, was sie wollte. Der Vereinnahmung durch die Umgebung, sich zu entziehen, um künstlerisch arbeiten zu können, ist eine ganz große Herausforderung gewesen. In den 50er Jahren natürlich ganz besonders. In den 60er Jahren wurde es vielleicht schon etwas leichter. Aber wie sie jung war in den 50er Jahren, war das doch eine Ausnahmesituation, in der sie war. Und diese Einsamkeit, die reflektiert sich auch immer wieder in ihren Bildern. Alone in Mexico, eines der vielen Bilder, die die Einsamkeit Susannas dokumentieren. Erst bei genauem Hinsehen erkennt man auf dem Ölbild überall winzige Gestalten, Masken, Gesichter, Tiere und Geister, von denen sie umringt ist. Oft war Regenwasser durch das undichte Glasdach in Susannas Atelier auf ihre Aquarelle getropft und hatte sie verändert. Diesen Effekt übertrug die Künstlerin auch auf ihre Ölbilder, indem sie sie mit Terpentin beträufelte und ihnen damit eine eigene Struktur verlieh. Alle Künstler sind nach Paris, die konnten, von überall, von der ganzen Welt. Und Paris war sehr gut für die Malerei. Viele Künstler, die kamen zu mir ins Atelier und ich bin zu ihnen gegangen ins Atelier. Und wir haben uns gegenseitig inspiriert. Es war sehr schwierig für eine Frau. Damals war es noch schwieriger als heute, für eine Frau sich durchzusetzen. 20 Jahre. Ja, ich war 20 Jahre in Paris. Von Zeit zu Zeit konnte ich verkaufen. Jean Cassou, der Museumdirektor vom Museum von moderner Kunst in Paris, hat mir sehr geholfen. Das Museum hat 2 Bilder von mir gekauft. Und dann hat mein Vater mir eine Wohnung gekauft. Ich konnte wohnen, anständig, eine sehr schöne Wohnung. Und das Atelier konnte ich nur benutzen zum Arbeiten. Aber die ersten 10 Jahre waren ziemlich hart. Mit ihren ersten Ausstellungen stellten sich auch langsam die ersten Erfolge ein. Zugleich verabschiedete sich die Künstlerin immer mehr von der gegenständlichen Malerei und wandte sich mehr und mehr dem abstrakten Expressionismus, dem Informel, zu. Sie wurde zum festen Bestandteil der Pariser Szene und traf sich mit dem Philosophen und Schriftsteller Jean-Paul Sartre ebenso wie mit dem Schweizer Maler und Bildhauer Alberto Giacometti, mit dem sie eine innige Freundschaft verband. Ich war in Paris zu einer Ausstellung, wo auch eine Skulptur von Picasso war. Und ich habe mir angeschaut, seine Skulptur. Und da ist Picasso zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte, dass ich mit mir spreche, aber in Paris hat er keine Zeit. Aber wenn ich nach Valoris komme, soll ich ihn besuchen kommen, was ich auch dann getan habe. Die Einladung ins warme Südfrankreich stellte für Susanna einen willkommenen Anlass dar, den kalten und dunklen Winter in Paris zu entfliehen. Im Spätwinter.
Es ist still. Die Jahreszeit der großen Touristenströme ist noch lange nicht angebrochen. Und überall unter dem strahlend blauen Himmel zwischen Antibes und Valoris hat der Genius Lotzi seine Spuren hinterlassen. Der Spanien stammende Maler und Bildhauer Pablo Picasso, einer der größten Künstler seiner Zeit, hatte sich zu Beginn der 1950er Jahre hier in Südfrankreich niedergelassen. 1954 residierte er in der Villa La Galoise, hoch oben in den Orangenhainen des Städtchens Valoris. Ich bin gegangen in Cannes und habe gekauft Papier und einen Stift und bin zu Picasso gegangen und mit dem Papier und den Stiften habe gesagt, er soll mich porträtieren, was er auch getan hat. Ganz einfach so. Von diesem Zeitpunkt an war Soshana mehr als nur ein Teil des Gefolges, mit dem sich Picasso so gern umgab. Das milde Licht des Südens und die entspannte mediterrane Atmosphäre inspirierten die Künstlerin zu unbeschwerten, farbenfrohen Bildern, fern ihrer Angst und Einsamkeit. Und dann machte ihr Picasso ein Angebot. Er wollte, dass ich soll bleiben bei ihm, dass ich soll zurückkommen und bleiben bei ihm. Aber ich bin zurückgegangen in mein Hotel in Cannes und habe überlegt und bin nicht mehr zurückgegangen zu Picasso. Weil ich habe Angst gehabt, dass ich wäre schwanger und dann nach 6 Monaten laufe ich davon. Und was wurde aus Picassos Porträt? Ich musste es leider verkaufen, weil ich Geld brauchte. China 1957. Es herrscht Aufbruchstimmung. Es ist die Zeit des, wie es hieß, großen Sprungs nach vorne, der der Bevölkerung zu Wohlstand und existenzieller Sicherheit verhelfen soll. Die große Hungersnot, die Millionen Menschen das Leben kosten sollte, steht dem Land noch bevor. Die Bevölkerung ist fest in der Hand Mao Zedongs und der Kommunistischen Partei. Mittendrin Soshana, die fernab jeglicher Tagespolitik mit einer Filmkamera und dem Wohlwollen des Regimes ausgestattet, ihre Eindrücke festhält. Ich war eingeladen nach China. In China hat man mir eine schöne Ausstellung gemacht. Ich habe angesucht für ein Visum nach China und in einem Monat hatte ich eine Einladung gehabt und man hat mir bezahlt den Flug hin und retour und den Transport der Bilder. In China habe ich gelernt, von den chinesischen Malern wie zu malen. In Hangzhou, das war in Südchina, das war sehr schön dort. Gerade das Alpha Male hat ja Teile in sich, die eine Affinität, eine formale Affinität zum Beispiel zur japanischen, chinesischen Kalligrafie haben. Und es dürfte hier auch ein Versuch dahinter gestanden sein, gewissermaßen die Wurzeln dieser künstlerischen Ausdrucksweise für sich zu erforschen. Thank you.
Winter bin ich immer weg. Ich war in der ganzen Welt. Überall. Indien, Afrika. Überall. Ich war sehr gerne in Indien. Ich war 14 Mal dort. Es war ein interessantes Land. Auch hat mich interessiert, die Philosophie zu studieren. Hinduismus und Buddhismus. Ich habe Indien sehr geliebt und ich war befreundet mit Dr. Radhakrishnan, welcher Vizepräsident war. Und dann wurde er Präsident und er hat einen Nobelpreis bekommen für Philosophie. Und er hat mir geraten, immer das zu machen, was ich wirklich will und meinen Gefühlen nachzugeben. Und das habe ich getan. Ich habe Drogen ausprobiert. Ich habe LSD ausprobiert und Haschisch und Marihuana. Ich wollte diese Schwammeln ausprobieren. Die waren auf einem Berg, da war eine Frau, aber ich bin nie hingekommen. Aber in Bali habe ich diese Schwammeln bekommen und habe darunter gemalt. Und es war so, dass ich musste einfach weitermalen. Und ich habe alles anders gesehen. Ich konnte ruhig aufhören mit diesen Drogen. Ich hab's nicht gebraucht. Dann bin ich durch Afrika gefahren. Ich habe einen Albert Schweitzer porträtiert, er war sehr eitel. Er wollte nicht, dass ich ihn mit Brillen zeichne, obwohl er immer Brillen getragen hat. Ihre ausgedehnten Reisen führten Shoshana rund um die Welt. Zu dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit für eine alleinstehende Frau. Neben dem Nahen und dem Fernen Osten war sie in Moskau genauso zu finden wie in New York, wo sie im berühmt-berüchtigten Chelsea Hotel wohnte und wie viele andere Künstler vor ihr mit Bildern bezahlte. Überall und nirgends habe ich mich zu Hause gefühlt in der ganzen Welt. Ich habe mich überall einsam gefühlt. Ich war überall alleine. Ihr ganzes Leben lang hat Shoshana Tagebücher geführt, ihre Reisen filmisch dokumentiert. Künstler und andere Persönlichkeiten aus dem Kunstumfeld interviewt. Diese Sammlung an Videotapes, Tonbandaufnahmen und Manuskripten sowie ihr gesamter Vorlass wurde 2008 ins Archiv der Österreichischen Nationalbibliothek übernommen. Die Studentin Selina Novak, selbst künstlerisch tätig, wertet derzeit Shoshanas Tagebücher aus, denen sie sich schonungslos anvertraut hat. Etwas Künstlerisches zu erschaffen, bedeutet, sich aufzuopfern. Man bezahlt mit seinem Glück. Ein hoher Preis. Gerade für eine Frau ist es sehr schwierig. Es bedeutet, sich vollkommen zu unterwerfen. Wie kann man das, wenn man Familie und Kinder hat? Ich sehne mich so nach einem Zuhause, nach meinem Mann, nach meinem Sohn Amos. Was geschehen ist, bricht mir das Herz. Ich bin so traurig und einsam, dass ich dafür keine Worte habe, nur Farbe und Leinwand. Shoshanas Wunsch nach einer glücklichen Familie sollte ihr ganzes Leben versagt bleiben. Doch sie fand auch Freunde. In Zürich lernte sie 1953 den Galeristen Max Bollack kennen, der von Shoshanas künstlerischer Qualität überzeugt war und sie nach Kräften förderte. Bollack erwarb über die Jahrzehnte etwa 1000 Bilder der Künstlerin, wovon er die Mehrzahl verkaufte.
Soschana-Ausstellungen gehören bis heute zum festen Repertoire der Galerie. Obwohl sich die Zusammenarbeit mit der Malerin nicht immer einfach gestaltete. Die älteste Tochter, die nach Bollacks Tod die Galerie weiterführte, erinnert sich. Mein Vater, dem ging sie manchmal furchtbar auf die Nerven, weil ich meine, der hat gesagt, ach, ich habe gesagt, was ist mit dir? Der sagt, ach, morgen kommt die Shoshana, sie ist eine fantastische Künstlerin, sie ist so stark, aber ach, sie klagt, das ist furchtbar, sie klagt und klagt, sie hört nicht auf. Aber sie ist eine wunderbare Künstlerin. Und vor ungefähr 8 Jahren kam die Shoshana vorbei. Und wir haben uns das erste Mal seit langem wieder gesehen. Sie saß da und hatte gleich ihre rote Jacke irgendwo verloren. Und dann war das eine große Suche. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Shoshana, ich weiß es, wie ich reise auch gern und viel. Ich weiß es, wie wenn ich bei dir wäre, wenn du reist. Du gehst ja immer noch nach Thailand und Indien, sagt sie, ja, ja. Da habe ich gesagt, weißt du, und ich weiß genau, wenn du dort bist, dann bist du sehr wach und sehr vergnügt und sehr eigenständig. Und dann hat sie mich so angeschaut, so ein bisschen ertappt und hat so gelächelt. Es war wirklich ein Schlüsselmoment. 1974. Soschana hatte Paris endgültig verlassen und 2 Jahre in Israel gelebt. Doch der Ausbruch des Yom Kippur-Krieges ließ sie auch dort nicht heimisch werden. Sie übersiedelte wieder einmal nach New York. Hier im Greenwich Village, rund um den Washington Square, umgeben von Kunstakademien und jungen Künstlerinnen und Künstlern, fühlte sie sich wohl. Abgesehen vom Winter. Im Winter war es so kalt in New York. Ich bin nach Mexiko gefahren. Dann wurde ich eingeladen, eine Ausstellung zu machen im Circular de Bellas Artes. Das ist ein großes Museum, wo ganz große Wände waren für ganz große Bilder. Und ich hatte kein Bild mit mir. So habe ich ein Haus gemietet in Cuernavaca und Leinwand und Farben gekauft. Und dort gemalt für diese Ausstellung. Cuernavaca, eine quirlige Kleinstadt in Mexiko, rund eine Autostunde südlich der Hauptstadt. Das Land im Allgemeinen und Cuernavaca im Besonderen erfreuten sich seit den 1940er Jahren großer Beliebtheit bei Einwanderern und Flüchtlingen, die aus Europa vor den Nazis geflohen waren. Später in den 60er Jahren waren es junge Männer aus den USA, die hier Zuflucht vor ihrer Einberufung zum Vietnamkrieg fanden. Wohl auch deshalb zog es Soschana immer wieder hierher zurück. Die Künstlerin entwickelte einen starken Bezug zu diesem Land, der sich auch in ihren Bildern widerspiegelte. Die Kontraste, die Zerrissenheit der Gesellschaft und die extremen Klassenunterschiede waren Themen, die sie immer wieder beschäftigten. Und das Thema Flucht ohnehin. Die Flüchtlinge kamen damals aus allen Ländern Europas. Es waren Antifaschisten, die meisten Kommunisten, aber auch Anhänger Trotzkis. Und viele von ihnen lebten damals im Haus meiner Eltern, die ihnen Zimmer vermieteten. Und sie alle kamen nach Cuernavaca, um sich auszuruhen, um etwas Sonne zu bekommen. Denn Cuernavaca ist ein sehr sonniger Ort. Doch nicht nur in Mexiko stellte Soschana ihre Werke aus. Im Château Grimaldi, heute das Musée Picasso im südfranzösischen Antibes, waren ihre Bilder ebenso zu sehen wie in den USA, in Japan, England, Frankreich, Italien und zahllosen anderen Staaten der Welt.
Diese Ausstellung bedeutete auch Soshanas ersten und etwas skurrilen Auftritt im österreichischen Fernsehen. Ich glaube, dass wir sehen wirklich nicht alles, unser Verstand und alles, wir sind zu, wir können nicht alles sehen. Es ist ein großes Ganzes, was wir nicht können erfassen, was in der Welt geschieht. Und die Menschen sind zu egoistisch und machen die Welt zu schnell kaputt. Um die Zerstörung der Welt drastisch zu illustrieren, bediente sich Soshana in ihren Bildern auch avantgardistischer Methoden, etwa der Verwendung von Sand. Acht Jahrzehnte lang hatte sie Kriege und Zerstörung direkt und indirekt erlebt. Die dramatischen Aufnahmen aus dem Balkankrieg haben sie sehr berührt und zu ihrem Bild Sarajevo inspiriert. Ebenso der brutale Überfall auf die israelische Mannschaft während der Olympischen Spiele 1972 in München. Oder der Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 2001. In 1985 kehrte Soshana dorthin zurück, wo ihre Lebensreise begann. Doch für sie, die es gewohnt war, ständig unterwegs und in Bewegung zu sein, kam eine endgültige Ankunft vorerst nicht in Frage. Obwohl sie auch in Wien ihr eigenes Atelier besaß, machte sie sich, wann immer und solange es ging, auf den Weg. Im Jahr 1997 entstand anlässlich ihres 70. Geburtstages dieses Interview. Herzlich willkommen, Soshana. Sie sind seit 12 Jahren jetzt in Wien. Kann man die Wiener Künstlerszene irgendwie ein bisschen vergleichen mit der, die Sie erlebt haben früher? Also für mich, ich bin sehr einsam in Wien. Mhm. Während in Paris, ich musste nur auf die Straße gehen, ein Café aus, und ich habe sehr viele Künstler getroffen, wie Giacometti und Sotkin. Und die erste Zeit hatte ich das Atelier neben Brancusi. Und den habe ich auch immer wieder besucht, und Künstler von der ganzen Welt. Nach einem Schlaganfall, halbseitig gelähmt, lebt Soshana in einem Pflegeheim in Wien, betreut und besucht von ihrem Sohn Amos und verschiedenen jungen Künstlern, Kunststudenten und Studentinnen, die ihr zuhören und denen sie ihre vielen Erinnerungen erzählen kann. Auch diese kleinen Figuren. Schon ja. Mal, das ist ein süßes Porträt. Ich war schon sehr Zeit in Paris mit ihm. Mhm. Obwohl ihre linke Hand gelähmt ist, malt Soshana nahezu jeden Tag. Mehr als 3000 Ölbilder und 9000 Papierarbeiten hat die Künstlerin im Laufe ihres Lebens geschaffen. Der Großteil davon befindet sich in Privatbesitz oder in Museen auf der ganzen Welt. Und auch späte Anerkennung wurde Soshana hierzulande zuteil. 2009 erhielt sie das goldene Verdienstzeichen des
des Landes Wien. Und 2010 wurde sie mit dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Am liebsten möchte ich ein Vogel sein und weiß, wer zu fliegen von hier.